Herzlichen Dank für die freundlichen Vorstellungsworte. Meine Damen und Herren, vor Ihnen steht der typische deutsche Beamte mit Nationalfarbenallergie, so ein Kommentar von Michael Paulwitz in der Jungen Freiheit, oder das Abziehbild eines völlig entkernten Mannes als Sahnestück des öffentlichen Sektors, der die Geschichte revidieren will und genau weiß, wie er sich Bonusapplaus gewisser Leute sichert. Zitiert nach einer Mail von Philipp Roth, nach eigenen Angaben Student der Geschichte, der aber im PS mir noch beruhigend mitteilt, dass er wenig Wert auf eine Diskussion legt. Er wollte mir nur seine Meinung zur Kenntnis gegeben haben. Vor Ihnen steht jemand mit faschistischem Gedankengut, der sofort von seinem Aufgabengebiet entbunden werden muss. Schlussthese einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen mich, vermutlich von einem Nichtleser der Jungen Freiheit. Oder jemand, der sich als linksversiffte Ratte sofort nach Israel verpissen soll, Zitat aus einer Mail mit dem Absender Günther Ghetto 966@. Mir ist nicht bekannt, welche Presseartikel der Absender zu seiner Weiterbildung benutzt. Vor Ihnen steht jemand, der besorgt von einer Politikerin der Linken gefragt wird, ob ich was gegen die DDR, und der von einem Referenten eines Landtagsabgeordneten einer neuen rechtskonservativen Partei mit rechtsextremen Tendenzen fast zeitgleich die Frage bekommt, ob ich was gegen die Deutschlandfahne hätte. Oder ich erfahre über die Zeitung von einer ranghohen Vertreterin einer anderen konservativen Partei, dass ich angesichts so mancher hilfsbedürftiger Kirchen mich doch lieber um die richtigen Denkmale kümmern soll. Und in einem Gespräch mit einer Ministerialebene fiel dann auch der Satz, dass es völlig unverständlich sei, einen Wilhelm Pieck unter Denkmalschutz zu stellen, da ich ja einen Adolf Hitler auch nicht unter Denkmalschutz stellen würde. Das Problem des Wilhelm Pieck werde ich Ihnen in meinem Vortrag erläutern. Die zitierte Nationalfarbenallergie ist dagegen so zu erklären, dass in der von der Sowjetunion beauftragten Gedenkstätte für die sowjetischen Opfer der Schlacht um Berlin auf den Seelower Höhen vor ein paar Wochen ein Nebenweg aufgrund von Hörensagen mit schwarz-rot-goldenen Platten ausgelegt wurde. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf diese Tage und vor allem angesichts dieser Einleitung auf die offene Diskussion. Was ist angesichts dieses beschriebenen Chaos los in Brandenburg oder in Deutschland mit der Denkmalpflege? Haben wir im Land Brandenburg die falschen Denkmale unter Schutz? Haben wir ein Realitätsproblem oder können wir uns nicht verständlich machen? Ich will versuchen, mich dem Tagungsthema aus denkmalpflegischer Sicht anzunähern. Seit Karl Friedrich von Schinkel und Ferdinand von Quast hat die 200 Jahre existierende staatliche Denkmalpflege die Aufgabe, die bemerkenswerten materiellen Zeugnisse der Vergangenheit zu erhalten. Bemerkenswert heißt übersetzt aus dem damaligen Sprachgebrauch besonders, hervorragend, wertvoll, eben wert zu Bemerkungen. Um herauszubekommen, was bemerkenswert ist, gab es bereits vor 200 Jahren die Erkenntnis, dass erst die Erfassung, das heißt die Inventarisation und dann der praktische Umgang mit dem Ziel der Erhaltung die beiden Fundamente erfolgreicher Denkmalpflege sind. Das ist bis heute eine gute Tradition nicht nur preußischer, sondern mittlerweile europäischer Denkmalpflege, die sich von den staatlichen Bauten der Schinkelzeit auf das gesamte bauliche, städtebauliche und gärtnerische sowie technische Erbe insbesondere in den 1970er Jahren ausgedehnt hat. Das Ergebnis der Denkmalerfassung ist im Land Brandenburg eine landeseinheitliche Denkmalliste. In Deutschland arbeiten wir wie alle anderen Landesdenkmalämter an dem Langzeitprojekt der Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, indem wir die Denkmale im Gesamtzusammenhang erforschen und darstellen. Die Bedeutungsebenen, die für einen Denkmalwert wichtig sind, sind im Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz definiert und müssen für jedes einzelne Objekt begründet werden. Das machen bei uns Wissenschaftler. Schließlich müssen wir der Gesellschaft mitteilen, warum die Denkmalschutzbehörde gegebenenfalls dem Besitzer Einschränkungen seines Eigentums auferlegt, indem er zum Beispiel das Denkmal nicht so ohne weiteres abreißen kann. Ist die erste Phase mit der Inventarisation abgeschlossen, so kommt die zweite Phase des Umgangs mit dem Denkmal, wobei das Ziel die nachhaltige Bewahrung sein muss. Im Gegensatz zur Inventarisation sind in der zweiten Phase nicht mehr die wissenschaftliche Erkenntnis des Denkmalwertes alleine ausschlaggebend, sondern die aktuellen Verhältnisse, die dann zu einem zumutbaren und an der Schadenslage ausgerichteten Erhaltungskonzept führen. Ich verweise hier an dieser Stelle gerne auf die Charta von Venedig.
Bei den politischen Denkmalen aus DDR-Zeiten kommt noch dazu, dass die Gründe und Begründungen ihrer Unterschutzstellung in DDR-Zeiten oft andere waren, als wir sie heute erkennen würden, wenn sie überhaupt vorliegen. Hier bedarf es oft einer Neubewertung und diese Neubewertung brauchte dringend den zeitlichen Abstand, der manchmal nicht ausreichend vorhanden ist. Auch das werden wir auf dieser Tagung thematisieren. Entscheidend, meine Damen und Herren, ist zu verstehen, dass die denkmalpflegerische Arbeit darin besteht, das Original aus früheren Zeiten, also auch aus DDR-Zeiten, heute so zu konservieren, dass alle materiellen und ästhetischen Informationen in den relevanten Zeitschichten mit ihrer Substanz ablesbar und erforschbar, das heißt auch interpretierbar sind. Zusammen mit den historischen Forschungen sind wir dann in der Lage zu erkennen, welche Absicht mit welchen Mitteln baulich umgesetzt wurde. Das ist wichtig, um unsere Vergangenheit in ihren Wirkungsmechanismen zu verstehen. Ich will Ihnen das an zwei Beispielen erläutern. In der Diskussion um das von Herrn Walleser schon erwähnte Wilhelm-Pieck-Denkmal in Guben konnten wir erleben, dass das Verständnis zur Rolle der Denkmalpflege bei der Frage der Erhaltung nicht zum Allgemeingut in der Gesellschaft zählt. Zu oft werden wir mit unseren Schutzobjekten verwechselt. Motto: Wenn wir uns für die Erhaltung des Wilhelm-Pieck-Denkmals einsetzen, dann müssen wir auch ein Fan von Wilhelm Pieck sein, sonst würden wir es ja nicht bewahren. Das verführte dann zu dem öffentlichen Vorwurf, dass wir als Landesdenkmalamt die falschen Denkmale schützen. Aus heutiger Sicht würde ich etwas flapsig sagen, dass das Denkmal in Guben zu DDR-Zeiten wichtig war, um den Leuten den Glauben an den Sozialismus beizubringen. Ähnlich wie bei einem christlichen Altar, wo den Analphabeten in einfachen, aber künstlerisch qualitätvoll umgesetzten Szenen der Fortschritt des Neuen Testamentes mit Jesus Christus gegen den Alten Testament mit seinen dunklen, das Heil vorahnenden Geschichten klargemacht wurde. Wilhelm Pieck und die Jugend, Wilhelm Pieck und der Wohnungsbau, Wilhelm Pieck und die Landesverteidigung und so weiter. Es ist dabei zu beachten, dass die Denkmalsubstanz und das Erscheinungsbild nicht nur einen geschichtlichen Wert haben, sondern die Grundlage für die Geschichten von uns heute bilden. Es gab nämlich nicht nur die Tradition der halbjährlichen Vereidigung der Wehrpflichtigen für die Nationale Volksarmee, die die meisten Teilnehmer als den letzten Zeitpunkt ihrer Freiheit vor dem Kaserntor wahrgenommen haben dürften. Es gab sowohl die Tradition der staatlich gelenkten Demonstrationen, zum Beispiel zum 1. Mai und 7. Oktober, die dort begannen, aber auch der ersten freien Demonstrationen gegen das Regime in der DDR, die auch dort begannen. Diese Geschichten werden alle zu dieser Substanz erzählt. Es ist für die Denkmalpflege erst in zweiter Linie relevant, ob Pieck ein stalinistischer Schlechter oder der gütige Präsident der DDR war. Das ist übrigens ein Wissensdesiderat, das wir den Kollegen Historikern und Historikern gerne zur Ausfüllung überlassen würden. Relevant ist das Denkmal als Produkt seiner Zeit, das wir in seinen Qualitäten nach den Kategorien des Denkmalschutzgesetzes bewerten und bewahren müssen. Ist es in dieser Hinsicht wertvoll und erfüllt die Kategorien des Denkmalschutzgesetzes, muss es erhalten werden und dient damit der Gesellschaft als materielle Basis, um ihre Geschichte zu verstehen. Tatsächlich ist das Wilhelm-Pieck-Denkmal künstlerisch, städtebaulich und historisch bedeutsam und muss erhalten werden. Ich komme zu einem zweiten Beispiel, das Panzerdenkmal in Kleinmachnow. Die Geschichte dieses Denkmals möchte ich hier in mehreren, aber kurzen Phasen erzählen. Phase 1, Panzerdenkmal Dreilinden. Zur Erinnerung an die Gefallenen der sowjetischen Panzerarmee in der Schlacht um Berlin wurde in Berlin-Zehlendorf auf dem breiten Mittelstreifen der Potsdamer Chaussee in Höhe der Avus durch die sowjetische Besatzungsmacht ein konventionelles Denkmal mit einem Panzer vom Typ IS am 17. Oktober 1945 feierlich eingeweiht. Der Panzer war in Fahrtrichtung Berliner Innenstadt ausgerichtet. Weil aber sein Standort im amerikanischen Sektor lag, wurde das Denkmal vor allem während der Blockade Westberlins 1948 bis 1949 von den Westberlinern wiederholt mit antisowjetischen Parolen beschmiert und mit Brandsätzen beworfen. Eine von den Amerikanern 1951 vorgeschlagene Umsetzung in den sowjetischen Sektor lehnte die sowjetische Kontrollkommission ab. Schließlich mussten die Amerikaner das Denkmal sogar durch einen großen Drahtkäfig vor weiteren Anschlägen schützen. Nach dem 17. Juni 1953 würdigte eine Tafel hinter dem Denkmal die sowjetischen Soldaten, die nicht auf Demonstranten geschossen hatten und deswegen hingerichtet wurden. Damit, meine Damen und Herren, ist ein erster Bedeutungswandel zu verzeichnen.
Phase 2, erster Standortwechsel. 1955 holten die Sowjets doch das Denkmal aus dem Gebiet der Frontstadt in die DDR. Als Standort wurde die erste Kurve der alten Reichsautobahn unmittelbar hinter der Berliner Stadtgrenze gewählt. Die Gestaltung blieb grundsätzlich gleich, jedoch wurde der Sockel deutlich erhöht und zur Panzerstandfläche mit einem kräftigen Gesims abgeschlossen. Außerdem wurde der schwere Panzer vom Typ IS stillschweigend gegen einen mittelschweren des Typs T-34 ausgetauscht. Die Legende, dass es sich weiterhin um einen Panzer handeln würde, der Berlin als erster erreicht hat, blieb allerdings bestehen. Wir erkennen einen ersten Ortswechsel und die Veränderung der Substanz. Ein zweites Mal wurde das Panzerdenkmal 1969 im Zuge der Verlegung der Grenzübergangsstelle Drewitz und der gleichzeitigen Verschwenkung des Autobahnverlaufs umgesetzt, weil es mitten auf der Trasse des geplanten Autobahnzubringers stand. Der sowjetische Marschall Koschewoi bat die DDR, das Denkmal diesmal, Zitat, nach modernen architektonischen Gesichtspunkten zu errichten. Die pathetische Gesamtwirkung des Denkmals wird durch den neu entworfenen, sphärisch geformten Betonsockel mit dynamisch ansteigender Rampe als Panzerstellfläche gegenüber den zwei Vorgängerentwürfen erheblich gesteigert. Neu angebracht wurde eine Bronzeplatte mit den Namen von 10 gefallenen Sowjetsoldaten und die Flankenbeschriftung des Sockels in Deutsch und Russisch, Ruhm der sowjetischen Armee. Auch jetzt in einer Kurve aufgestellt, blieb die Zielrichtung des Geschützrohres weiterhin West-Berlin. Ab jetzt diente das Denkmal auch der eigenen Traditionspflege der DDR, wie eine Ministervorlage zur Einweihung belegt. Darin heißt es, dass das Denkmal die Stärke und den Sieg des Sozialismus dokumentiere, sowie die ewige Freundschaft und Waffenbrüderschaft mit der Sowjetunion ausdrücke. Zwischenfazit: Das Denkmal wechselt zum zweiten Mal den Ort und erhält neue Bedeutungen. Das Panzerdenkmal wurde nach der politischen Wende 1989 erstmals problemlos öffentlich zugänglich. Nur so konnte es geschehen, dass das Geschützrohr des Panzers, das die dynamische Aufwärtsbewegung des Sockels betonte, immer wieder von Unbekannten umgedreht wurde, sodass es sockelabwärts zeigte. Dies war vermutlich mit ein Grund für die Entscheidung der sowjetischen Streitkräfte, den Panzer 1990 ganz von dem Denkmal zu entfernen. Am 27. März 1992 gelangte der verwaiste Sockel durch eine spektakuläre Kunstaktion zu neuer Bedeutung. Auf den inzwischen von all seinen Applikationen befreiten und teilweise stark besprühten Sockel hiefte eine Gruppe um den Künstler Eckhard Heisch, damals anonym, ein künstlerisch verfremdetes, nämlich rosa angestrichenes Schneeräumfahrzeug aus sowjetischer Produktion. Damit stellte sich der Künstler bewusst in eine Reihe ähnlich gearteter Aktionen wie der rosa Bemalung eines Panzers auf dem Prager Wenzelsplatz durch Prager Bürger 1990. Die Fräse wurde so aufgestellt, dass aus Sockel und Fahrzeug eine spannungsvolle grafische Zickzacklinie entstand. Die Aktion sollte die verschwindende Grenze als Gedenkort vor dem Vergessen bewahren. Das neue Denkmal markiert die politische Wende in der DDR und die Wiedervereinigung Deutschlands. Wiederholt haben wir einen Bedeutungswandel und eine Veränderung der Substanz zu konstatieren. 1985 war das Panzerdenkmal in seiner letzten Version mit Panzer in die Denkmalliste der DDR aufgenommen worden. Wegen der Entfernung des Panzers wurde die Position 1991 völlig zu Recht aus der Brandenburgischen Liste gestrichen. Aufgrund seiner neuen Formen mit Blick auf seine gewandelte Bedeutung wurde das Denkmal jedoch 1993 als Zeichen des politischen und gesellschaftlichen Wandels in Deutschland neu in das Denkmalverzeichnis aufgenommen. Es ist nach wie vor das einzige Denkmal im Bereich der ehemaligen Grenzanlagen, das im eigentlichen Sinne die politische Wende zum Gegenstand hat. Es lässt sich als eine Verbildlichung des biblischen Friedensmottos der Menschen, die diese Wende herbeigeführt haben, interpretieren. Panzer zu Schneefräse, Schwerter zu Pflugscharen. Jesaja 2, Vers 4. Seit Ende 2011 ist die Anlage konserviert und in der Farbigkeit restauriert und ein Verein kümmert sich als neuer Träger um die Erhaltung. Zusammen mit dem Beobachtungsturm des Grenzübergangs Drei Linden, Checkpoint Bravo, und dem Rudiment der Stele mit dem fehlenden DDR-Hoheitszeichen sind das drei Denkmale, die den historischen Ort markieren. Lassen Sie mich die Ausführungen zum Panzerdenkmal kurz zusammenfassen. Was müssen wir für diesen Fall feststellen? Das Denkmal hat drei Phasen mit unterschiedlicher Substanz. Erster Panzer, zweiter Panzer, Schneefräse und drei Standorte. Zehlendorf, alte Autobahn, neue Autobahn durchlebt. Neben der Intention der Erbauer gibt es mindestens vier jeweils aktuell politische Deutungen.
Erstens die Reflexionsebene des 17. Juni 1953, zweitens das Bedrohungsgefühl der Westberliner durch das nach Berlin gerichtete Panzerrohr, drittens die Metapher der DDR-Geschichtsschreibung des Sieges des Sozialismus über den Faschismus und der ewigen Waffenbrüderschaft mit der Sowjetunion und viertens die rosa Schneefräse als das Symbol der Überwindung von bisher festgefügten Widerständen mit dem Subtext der Befreiung Osteuropas. Der Panzer in Dreilinden sollte die Geschichte des heroischen Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland symbolisieren. Tatsächlich spielten aber mehrere Subtexte mit. Wichtig war den Propagandisten im Osten das Gefühl der Überlegenheit gegenüber dem Westen zu erzeugen und die DDR als das Modell der Zukunft und West-Berlin als schwache Insel darzustellen. Und so manchem West-Berliner und Westdeutschen durfte man beim Nutzen der Transitwege gerne mulmig werden angesichts des nach West-Berlin gerichteten Rohres. Die Bedeutung des rosa Schneeschiebers ist wieder eine ganz andere. Diese vielen Geschichten kann uns die originale Substanz erzählen und sie sind alle, meine Damen und Herren, sie sind alle relevant und wichtig. Zusammenfassend möchte ich Folgendes zur Diskussion stellen. Wir verstehen das Denkmal aus seiner Zeit heraus und versuchen Methoden der Erhaltung, das heißt der Verlangsamung des Verfalls zu finden, um die Authentizität bewahren zu können. Damit bewahren wir das Original mit seinen Zeitschichten und stellen es der jetzigen Gesellschaft zur Diskussion zur Verfügung. Gerne ergreife ich daher die Gelegenheit, meinen Vortragstitel zu beantworten. Nein, meine Damen und Herren, wir haben kein Realitätsproblem, sondern letztendlich bildet die Landesdenkmalliste unsere Vergangenheit ab, die real stattgefunden hat und die wir nicht mehr ändern können. Und das können wir an der Substanz ablesen. Welcher Luxus! Denkmalgeschützte Objekte erinnern dabei an heute positiv empfundene Epochen, zum Beispiel das Schloss Sanssouci, aber auch an schmerzhafte Epochen, zum Beispiel das Gefängnis der sowjetischen Spionageabwehr in Potsdam. Es gibt aber auch bauliche Zeugnisse der DDR-Zeit, deren Wirkungsbedingungen heute anders sind. Eine sozialistische Großsiedlung in der Machtachse eines Stahlwerkes in Stalinstadt ist heute nicht wegen der ideologischen Kontroversen schwierig zu erhalten, sondern weil der heutige Wohnungsmarkt in den peripheren Gebieten des Landes anders funktioniert als die staatliche Wohnraumlenkung zu DDR-Zeiten, wo die monatliche Bezahlung der vielen komfortablen Nebenflächen nicht das Problem war, sondern eher eine solche luxuriöse Wohnung zu bekommen. Wir haben uns bemüht, für die Tagung prägnante Beispiele aus der ehemaligen DDR vorzustellen, dabei auch manchen Blick ins Ausland nach Ost und Südwest zu werfen. Leider, meine Damen und Herren, ist uns die sommerliche Kontroverse in den USA zur Berechtigung von Gedenkstatuen von sklavenhaltenden Generalen der Südstaaten im öffentlichen Raum zu spät gekommen, um in die Tagung aufgenommen zu werden. Da muss Donald Trump dann schon zukünftig schneller twittern. Der Titel der Tagung wird vielleicht von manchen als Provokation empfunden und wir müssen uns auch darüber unterhalten, dass es den Kommunismus nicht wirklich in der DDR gegeben hat, sondern nur den Sozialismus, aber den auch nicht wirklich. Wichtig ist uns die Diskussion oder wie sagt man so schön wissenschaftsdeutsch, der Diskurs. Wir halten den Diskurs für unabdingbar, um sich angesichts der nicht mehr zu ändernden Vergangenheit mit ihr auseinanderzusetzen und die Originale dieser Zeit als Quelle der Geschichte auch in geeigneter Weise zu bewahren. Das sieht im Wohnungsbau in Eisenhüttenstadt anders aus als in einem nahezu komplett erhaltenen sowjetischen Gefängnis. Der sowjetische Messepavillon in Leipzig hat andere Bedingungen als die Politbürosiedlung in Wandlitz. Die imposante FDJ-Hochschule am Bogensee neben der zweiten Villa von Josef Goebbels scheint heute kaum Chance auf eine dauerhafte Erhaltungsperspektive zu haben. Die Pionierrepublik am Werbelinsee ist heute Lernort, auch eine Art von Konversion. Kunstwerke im Militärhistorischen Museum in Dresden haben dabei andere Erhaltungsbedingungen als im öffentlichen Raum. Letztere sind daher besonders gefährdet, weil mit ihnen noch viele Emotionen und Erfahrungen verbunden sind. Wenn in Stralsund das sowjetische Denkmal absichtlich gegen den tradierten Blick auf die Kirche gebaut wurde, dann kann das zu einer großen Diskussion führen, ob dies ein bewahrenswerter Zustand oder die Rückführung des Umfeldes in den Zustand vor Richtung des Denkmals der richtige Weg ist. Der Lenin in Schwerin muss sich in seinem Umfeld behaupten wie der Wilhelm Pieck in Guben. Auch der Ende September erfolgte Abriss des denkmalgeschützten Müritz-Hotel in Klink in Mecklenburg-Vorpommern ist das Ergebnis der letztendlich gescheiterten Erhaltungsbemühungen. Der Abriss wurde übrigens als, Zitat, befreiender Knall von Frank Pergande in der FAZ am Sonntag gefeiert. Wichtig ist uns die Diskussion. Nur diese führt zu Wegen der dauerhaften Erhaltung des uns Wertvollen, auch wenn es sperrig ist. Apropos Diskussion. Sehr deutlich muss ich angesichts der einleitenden Zitate hier sagen, dass diese Tagung der Verständigung und des gegenseitigen Lernens
und Austausches von Argumenten dient. Mit Erschrecken stelle ich dabei zwei Dinge fest. Erstens, die Flut von anonymen Beschimpfungen, ohne sich um gegenseitiges Zuhören zu bemühen, hat aus meiner Sicht besorgniserregend zugenommen. Hier ist es wichtig, dass wir Meinungsäußerungen aus der Anonymität holen. Dazu ist diese Tagung bestens geeignet. Zweitens stellen wir fest, dass es bis in die Europäische Union hinein bereits wieder Staaten gibt, in denen die freie Wissenschaft in Form der historischen Forschung und Denkmalpflege nur noch eingeschränkt oder nicht mehr möglich ist. Diese Tagung möge daher auch als Signal verstanden werden, dass genau dies zu stabilen Gesellschaften führt, die Diskussion von Fakten und der freie Meinungsaustausch. Schon die DDR ist daran gescheitert, dass im Politbüro die Zukunft angeblich bekannt war und alle anderen Meinungen bekämpft wurden. Ohne Diskurs ist keine Gesellschaft nachhaltig lebensfähig. Das mag jetzt pathetisch klingen, aber die Denkmalpflege begreift sich dabei durchaus als Profession, die dafür Sorge trägt, dass das originale Material aus der Vergangenheit als Diskussionsstoff in der Gegenwart und für die Zukunft erhalten bleibt. Ich danke an dieser Stelle Irmgard Zündorf und Jürgen Daniel vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam für die exzellente und immer kurzweilige Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Tagung. Es hat großen Spaß gemacht und macht ja gerade auch noch Spaß. Ich danke dem Stadtgeschichtlichen Museum in Berlin-Spandau für die solide Kooperation und auch der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für die großzügige Förderung. Und ich danke den vielen Kolleginnen und Kollegen, die am Zustandekommen dieser Tagung mit Beiträgen und auch der Organisation ihren hohen professionellen Anteil haben. Und meine Damen und Herren, das ist mir wichtig, ich danke an dieser Stelle auch ganz ausdrücklich meiner polnischen Kollegin Frau Dr. Barbara Bielenis-Kopiec, die als Wojewodschaftskonservatorin der polnischen Wojewodschaft Libuza Land angesichts eines Arbeitsbesuches in Guben die Idee zu dieser Tagung wieder aufgegriffen und vehement vorwärtsgebracht hat, aber leider bei der Durchführung nicht mehr dabei sein konnte, dafür aber hier im Publikum sitzt. Und ich wünsche uns allen, meine Damen und Herren, eine anregende Tagung. Vielen Dank. Applaus